willkommen zu unserer sechsten Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit unserem auditorischen System beschäftigen, also unserem Hörsinn. Dazu gab es jetzt ja ein Referat bereits über das 13. Kapitel aus unserem Lehrbuch Biologische Psychologie von Rainer Schandri, das sich mit dem Aufbau unseres Ohres, dem Aufbau unseres Innenohrs, dem Aufbau unserer Cochlea und dem Signalweg zu unserem auditorischen Kortex beschäftigt hat. Jetzt wollen wir kurz auf die kortikalen Areale der auditorischen Wahrnehmung eingehen, also auch hier die unterschiedlichen Pfade der Wahrnehmung, um dann einen strukturierten Blick auf die Organisation unseres auditorischen Systems zu werfen, im Hinblick auf die Lateralisierung von Funktionen und das wieder an einem wissenschaftlichen Artikel, der sich mit genau diesen Fragen der unterschiedlichen Aufgaben des linken und rechten auditorischen Kortex beschäftigt. Wir wollen heute also einen Überblick über die Struktur des auditorischen Systems gewinnen, um dann auch einen Einblick in die einzelnen Funktionen der Teile der auditorischen Bahn zu bekommen. Eine Untersuchungsmethode, die wir für die Wahrnehmung im auditorischen System sehr häufig verwenden, ist die Elektroenzephalographie, das EEG. Das EEG, das hatten wir schon kennengelernt, als wir die Methoden der Psychologie angeschaut haben. Und dieses EEG, das ist eine Methode, mit der wir nicht invasiv, also ohne Eingriff in den Körper, neuronale Aktivität messen können und diese neuronale Aktivität mit einer sehr hohen zeitlichen Präzision messen können. Das bedeutet, dieses EEG, das ist die Methode der Wahl, wenn wir uns das auditorische System anschauen, denn das auditorische System zeichnet sich ja aus durch eine hohe zeitliche Komponente. Auditorische Wahrnehmung ist im Grunde die Wahrnehmung der zeitlichen Veränderung von Signalen, denn beispielsweise, wenn ich hier spreche, dann vibriert die Luft, diese Schallwellen sind also Veränderungen eines Mediums über die Zeit, wir nehmen also zeitliche Veränderungen wahr und auch für die Untersuchung dieses auditorischen Systems brauchen wir also eine Methode mit einer hohen zeitlichen Auflösung. Nochmal hier die Erinnerung, was misst das EEG eigentlich? Das EEG, die Elektroenzephalographie, die misst die summierten postsynaptischen Potenziale an den Pyramidenzellen, an den Dendriten der Pyramidenzellen in unserem sechsschichtigen Neokortex. Also, wir haben unseren Neokortex aus sechs Schichten aufgebaut. In diesen sechs Schichten finden wir Pyramidenzellen. Diese Pyramidenzellen, die haben einen sehr langen Dendritenbaum, die sogenannten Apikaldendriten. Und diese Dendriten, die sind in unserem Neokortex alle parallel angeordnet. Und diese postsynaptischen Potenziale an diesen Dendriten, die summieren sich auf, dadurch, dass sie parallel angeordnet sind, summieren sich hier die elektrischen Felder auf. Und wir können die summierten elektrischen Felder dann außerhalb des Kopfes mit Elektroden messen. Dabei messen wir Potentialdifferenzen zwischen unterschiedlichen Orten am Kopf. Also beispielsweise, wir setzen zwei Elektroden auf den Kopf und messen die Potentialdifferenz zwischen diesen beiden Elektroden. Damit kann ich dann eben zum Beispiel in unserem auditorischen System den Signalweg im auditorischen System nachvollziehen, denn jede Verschaltungsstelle in unserem auditorischen System ist mit einer ganz bestimmten Veränderung dieses Potenzials assoziiert. Das Interessante dabei ist, dass unser auditorisches System im Grunde horizontal verläuft und sich dieser horizontale Signalweg mit einer Verschiebung des elektrischen Potenzials auf der Kopfoberfläche einhergeht, also mit der Mitte des Kopfes. Das heißt, ich kann hier, um unser auditorisches System zu untersuchen, eine Elektrode genau hier auf die CZ-Position, genau auf die Mitte des Kopfes platzieren und hier dann untersuchen, wie sich das Signal über die Zeit verändert, um einzelne Stationen der Verarbeitung hier nachzuvollziehen.
Schauen wir uns also die einzelnen Verschaltungsstationen in unserem auditorischen System nochmal genauer an. Wir fangen hier an bei unserer Cochlea. Also Schall erreicht uns, wird dann über das Innenohr, über diese Knöchelchen und das Trommelfell an die Cochlea übertragen. Da schwappt dann diese Flüssigkeit hin und her. Unsere Basilarmembran wird ausgelenkt und hier unsere Haarsinneszellen im auditorischen System reagieren. Und dann werden hier diese Neurone, die Nervenzellen, die an diese Haarsinneszellen andocken, werden dann über den auditorischen Nerv weiter verschaltet. Und von da, jede weitere Verschaltungsstation ist mit einem ganz bestimmten Potenzial, einer ganz bestimmten Veränderung in unserem EEG-Signal assoziiert. Wir können also jede Verschaltung von unserem auditorischen Nerv über die oberen Olivenkerne, über dann den Thalamus bis hin zum auditorischen Kortex mit ganz bestimmten Wellenveränderungen im EEG nachvollziehen, um dann genau zu sehen, wie, in welchem zeitlichen Rahmen, in welchem zeitlichen Ablauf spielt sich eigentlich dieser Weg von der Cochlea hin zum auditorischen Kortex ab. Und Sie sehen hier, es ist ein Weg, der geht über mehrere Verschaltungsstationen und der dauert in etwa 10 Millisekunden. Es dauert also etwa 10 Millisekunden, bis das Signal von Ihrer Cochlea im auditorischen Kortex dann tatsächlich angekommen ist. Und dieses Signal, diese einzelnen Komponenten, die können wir auch nutzen, um zu untersuchen, ob es beispielsweise bei Hörschädigungen Veränderungen auf der Ebene der Signalbahn gibt. Also beispielsweise, wenn wir Einschränkungen im Gehör haben, bei Taubheit, dann können wir eben schauen, ist diese Signalbahn verändert oder ist die Signalbahn noch genau gleich und tritt erst eine Veränderung dann auf Ebene des auditorischen Kortex auf. Haben wir also beispielsweise eine Schädigung der Cochlea, wenn Sie ein lautes Konzert gehört haben und dann hinterher Ihre Ohren klingeln, dann können wir eben untersuchen, ist das eine Veränderung auf cochlearer Ebene oder in dieser Signalbahn oder auf Ebene des auditorischen Kortex. Mit dem EEG können wir natürlich auch anschließen, die Signalverarbeitung im Gehirn untersuchen, also nicht nur diesen Signalweg bis zum auditorischen Kortex, sondern auch die einzelnen Verschaltungsstationen in den neokortikalen Arealen, wo wir dann eben untersuchen können, jede einzelne Komponente hier im EEG-System ist dann mit ganz bestimmten Wahrnehmungsprozessen assoziiert, zum Beispiel eben hier diese frühen Wahrnehmungsreaktionen, dann eine Kategorisierungsaufnahme bis hin dann eben zu Interaktionen mit höheren kognitiven Fähigkeiten wie Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis oder Aufmerksamkeit. Und anhand dieser Untersuchung können wir eben dann auch feststellen, dass wir im auditorischen System ganz ähnliche Pfade, eine ganz ähnliche serielle und parallele Struktur haben, wie wir sie beispielsweise im visuellen System schon kennengelernt haben. Auch hier im auditorischen System haben wir einen ventralen und einen dorsalen Pfad, die mit unterschiedlichen Kategorisierungen einhergehen, die für ganz bestimmte Aufgaben relevant sind. Wir haben zum Beispiel den ventralen Pfad, den Was-Pfad, den sehen Sie hier im Schaubild in lila eingezeichnet, der zieht sich über den von unserem auditorischen Kortex im Temporallappen über den anterioren Temporallappen bis dann eben hin in unseren Präfrontalkortex. Auf der anderen Seite unser dorsaler Pfad, der mit Ortslokalisierung, also der Frage nach, wo ist etwas beschäftigt ist, der zieht sich von unserem auditorischen Kortex über unseren Parietallappen, dann, wo wir eben hier Parietallappen eben auch beispielsweise somatosensorische und visuelle Informationen integriert werden, bis hin dann eben zu unserem Präfrontalkortex. Also genau wie wir es in visuellen Systemen kennengelernt haben, haben wir hier so eine Auftrennung in unterschiedliche Pfade, die unterschiedliche Informationen kodieren. Wir haben also hier genauso eine parallele und serielle Verarbeitungshierarchie. Ganz generell kann man gibt es die Hypothese oder kann man sagen, dass nicht nur dieser Pfad im auditorischen System in
wo und was Information aufgeteilt wird, sondern dass auch unsere beiden Hemisphären, linke und rechte Hemisphäre im auditorischen System, unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Wir haben es ja im Referat schon kennengelernt, dass unser auditorisches Signal, unser auditorisches System ganz stark verschaltet ist zwischen linkem und rechtem Ohr, also dass hier die Information sehr stark zwischen diesen beiden Hemisphären verschaltet wird. Aber auf kortikaler Ebene haben wir dann eine funktionelle Spezialisierung in linke und rechte Hemisphäre, sodass unsere linke Hemisphäre, unser linkes auditorisches System eher relevant ist für Sprachsignale und eine exakte zeitliche Analyse. Unsere rechte Hemisphäre, die ist dann eher für Rhythmik und Melodie und Tonhöhe, also Pitch relevant. Wichtig dabei ist aber, dass so eine komplexe Verarbeitung wie Sprache natürlich immer auch sowas wie eine Tonhöhe und eine Melodie, eine Sprachmelodie bedarf. Also eine komplexe Verarbeitung bedarf immer der Interaktion zwischen beiden Systemen. Und es ist tatsächlich eine aktuelle Forschungsfrage noch, welche Areale in unserem Temporallappen, welche Areale hier in unserem auditorischen System eigentlich genau welche Aufgabe übernehmen. Dazu kam jetzt gerade eben erst ein empirisches Paper raus, das in Science publiziert wurde, hier von Robert Satorre und Kollegen, die sich hier eben genau mit dieser Asymmetrie im auditorischen System beschäftigt haben. Mit dieser gleichen Frage hat sich auch eine Kollegin von Robert Satorre und ihre Kolleginnen beschäftigt, die sich hier mit der Frage beschäftigen, welche Beteiligung eigentlich unterschiedliche kortikale Areale zur Wahrnehmung der Musik haben. Und das ist unser wissenschaftlicher Artikel, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Die Frage nach den Beteiligungen unterschiedlicher kortikaler Areale, der hat den Titel Contribution of Different Cortical Areas in the Temporal Lobes to Music Processing. In diesem wissenschaftlichen Artikel wurden Läsionspatienten untersucht, also Patienten, bei denen für eine Epilepsietherapie Teile des Temporallappens entfernt wurden, also entweder auf der linken oder auf der rechten Hemisphäre und anterior oder posterior, also der vordere oder der hintere Temporallappen, um sich dann anzuschauen, welche Einschränkungen in der Wahrnehmung von Musik zeigen denn diese Patienten. Und den Artikel, den wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Und hier ist Ihre Aufgabe, eben sich zu überlegen, welche Untersuchungen wurden denn hier durchgeführt und welche Befunde zeigen sich denn und was können wir daraus für die Organisation unseres auditorischen Systems lernen. Fangen wir dazu zunächst mit den Untersuchungsmethoden an. Hier sehen Sie in der Tabelle eine Übersicht über die Versuchsteilnehmer. Das waren 65 Patientinnen und Patienten mit ganz spezifischen Läsionen, also entweder im rechten oder linken Temporallappen, T1, eben unser primärer auditorischer Kortex oder unser primärer auditorischer Kortex im Temporallappen und dann eben anterior oder posterior mit A und P bezeichnet und dann damaged oder spared, also damaged beeinträchtigt oder spared intakt. Die Frage ist hier jetzt zunächst mal, was wurden denn eigentlich bei diesen Patientinnen und Patienten für Tests durchgeführt. Hier wurden vier unterschiedliche Klassen von Tests durchgeführt. Einmal der Familiarity Test, der Pitch Organization Test, die Temporal Organization Task und eine Recognition Task. Und Ihre erste Aufgabe ist jetzt mal rauszufinden, was waren denn eigentlich diese vier Tests? Was waren jeweils die Fragestellungen? Warum wurden die hier bei diesen Patientinnen und Patienten durchgeführt? Und dann wollen wir uns mal die Ergebnisse genauer anschauen, was denn hier bei diesen Patientinnen und Patienten herausgefunden wurde, nämlich hier erstmal den Vergleich zwischen linker und rechter Hemisphäre. Wir haben es ja gerade eben schon gehört, es gibt ja die Hypothese, die Ansicht, dass unsere linke und rechte Gehirnhälfte, unser linker und rechter auditorischer Kortex unterschiedliche Aufgaben haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob sich diese Hypothese anhand von diesem wissenschaftlichen Artikel belegen lässt, im Hinblick auf die Frage der Wahrnehmung der Tonhöhe, der Pitch, die Frage nach der zeitlichen Organisation und die Frage nach dem Wiedererkennen von Melodien. Also finden wir auf diesen drei Maßen Unterschiede zwischen
zwischen linker und rechter Hemisphäre. Und die gleiche Frage können wir uns schauen bei der Unterscheidung zwischen anteriorer und posteriorer Orientierung im Temporallappen, also der vordere oder der hintere Teil des Temporallappens. Auch hier wieder können wir fragen, welche Einschränkungen finden wir denn bei Läsion oder Verletzung des anterioren oder posterioren Temporallappens? Wie ist also unsere auditorische Wahrnehmung verändert, wenn wir einzelne Teile dieses dorsalen oder ventralen Pfades läsionieren, die wir gerade kennengelernt haben? Also welche Informationen wird vermutlich im anterioren und im posterioren Temporallappen verarbeitet? Und was passiert, wenn ich hier Verletzungen habe? Wie verändert das dann tatsächlich meine Wahrnehmung? Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung zum auditorischen System. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder.